Was ja auch viele Xbox-Fans wahrscheinlich, sagen wir mal, interessiert. Und zwar nämlich geht es um die Zukunft der Xbox oder von Microsoft Games, genauer gesagt, die Xbox-Sparte. Denn es gab ja in den vergangenen Tagen immer wieder Berichte darüber, dass es wohl bald nicht mehr Hardware geben wird, dass alle AAA oder Xbox Exclusive Games auf andere Konsolen kommt, dass Microsoft komplett sich umändert. Das sind Gerüchte bzw. Berichte gewesen, die in den vergangenen Tagen bei vielen Gaming-Webseiten geherrscht haben. Und jetzt gab es gestern Abend einen knapp 23, also ich glaube aber länger, halt einen langen Podcast, der Donnerstagabend freigeschaltet wurde. Der wurde schon vorher aufgezeichnet, eine sogenannte Sonderausgabe, nämlich eines Business-Updates. Und dort haben Xbox-Boss Phil Spencer, Xbox-Präsidentin Sarah Bond und Studio-Boss von Xbox Matt Booty nämlich eine Plauderstunde nun gehalten, haben sich getroffen, ne, treffen sich die drei Hauptverantwortlichen von Xbox zu einem Podcast. Könnte auch der Beginn eines Witzes sein. Aber sie haben natürlich mit den Meldungen der vergangenen Tage zu tun gehabt, also etwas Ernsteres. Und in den ersten 23 Minuten dieses Podcasts hat Phil Spencer schon, sagen wir mal, schon den Elefanten im Raum gehabt und den kolportierten Strategiewechsel, wonach ja mehrere Xbox-Exklusivtitel auch auf anderen Plattformen stattfinden werden, schon sagen wir mal diesen Elefanten angesprochen, ne? Aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. So, das ist ja, soll ja so diese Anspielung sein. Die Botschaft daraus kam: Microsoft wird erstmal, ich zeige es jetzt mal, vier, nicht drei, sondern vier und nicht fünf, nicht zwei, sondern vier Xbox-Spiele auf andere Konsolen anbieten. Bedeutet also für die PlayStation 5 und für die Nintendo Switch. Der US-Konzern will damit, wie gesagt, ja nicht das als Grundsatzentscheidung verstanden wissen, dass es heißt, ja, wir werden jetzt erstmal 4 und dann, keine Ahnung, 8, 16, 12, was auch immer, an Spielen dann da rausbringen, sondern es ist eher so eine Entscheidung, die möglicherweise auch zuletzt von heftigen Fanreaktionen wohl beeinflusst wurde, um zu sagen, gewisse exklusive Xbox-Titel werden auch auf anderen Konsolen erscheinen, weil sie wahrscheinlich dann keinen Bock haben, extra die Xbox dafür zu kaufen oder den PC dafür zu nutzen. Es gab ja, wie gesagt, bestimmte Gründe für diese Vorgehensweise. Welche das sind, hat aber Phil Spencer in diesem Podcast gestern Abend überhaupt nicht verraten, ebenso wenig wie die Namen der vier Spiele. Stattdessen sollen die entsprechenden Entwicklerteams halt die Ankündigung selbst übernehmen. Heißt also, dass man jetzt natürlich im Microsoft Gaming-Kosmos ein bisschen aufpassen muss, welches Studio, was ja mal zu Microsoft gehört, da eine entsprechende Ankündigung dann sagt: Hey, unser Spiel XY kommt für Switch und PlayStation 5 raus. So viel aber ist schon mal gesagt worden: Weder Starfield noch das neue Action Indiana Jones Spiel, was für Ende 24 geplant ist, sind es nicht. Also das heißt, Starfield bleibt exklusiv auf Microsoft-Geräten, sprich PC, Xbox, und auch das neue Indiana Jones-Spiel nur Xbox und PC. Das heißt, diese Gerüchte, es gab ja Gerüchte darum, dass ja unter anderem Starfield ja vor allem ja auch auf die PlayStation 5 kommen soll, gab es ja Gerüchte. Die hat also Phil Spencer mit dem Podcast gestern und mit dieser Ankündigung und mit dieser Äußerung gesagt: Es ist nicht Starfield und nicht das neue Indiana Jones Spiel, was Ende 24 rauskommt. Also das, ja, die Hoffnungen für die, die jetzt sagen: Scheiße, da muss ich mir jetzt doch einen besseren PC oder eine Xbox kaufen. Ne? Der Hinweis, dass es aber zwei kleinere und zwei ältere Live-Service-Titel gemeint sind, die allesamt ja ihr Markenpotenzial ja schon auf PC und Xbox ja gereizt hätten, spricht für Kandidaten, die ja in den vergangenen Tagen regelmäßig gehandelt wurden. Vor allem nämlich Sea of Thieves zum Beispiel, Hi-Fi Rush, Patentment und Grounded zum Beispiel. Diese vier Spiele, ha, es sind vier, die stehen da wohl im Raum. Es kann sein oder auch nicht. Und dessen ungeachtet räumt auch Phil Spencer auch ein, dass auf Sicht der kommenden 5 bis 10 Jahren er mit rückläufenden Marktanteilen von Spielen rechnet, die exklusiv auf einer Plattform erscheinen werden und somit insbesondere das Geschäftsmodell von Nintendo gemeint ist. Ja, weil die ja darauf setzen, wie zum Beispiel Titel wie Mario, Zelda, Pokémon, die ja nur auf der Nintendo Switch zu finden sind.
Aber kann man sich's vorstellen, ein Pokémon-Spiel auf der Xbox, ein Pokémon-Spiel auf der PlayStation? Wohl kaum. Sony Interactive nimmt strategisch ja zunehmend den PC-Markt ja eher mehr im Blick. Dabei ließ man ja auch nicht unerwähnt, dass Microsoft ja spätestens seit der Übernahme ja von Activision Blizzard und Bethesda ja zu den größten Publishern auf Sony PlayStation, Nintendo Switch und auch natürlich, was Smartphones und Tablets auch angeht, zählt und alleine ja durch Call of Duty, Diablo und auch Candy Crush Saga gehört ebenfalls zu Activision Blizzard, jetzt auch dann natürlich unter dem Dach von Microsoft. Matt Booty, der Studiochef von Xbox, der erneuerte auch die Zusage, dass alle Spiele der konzerneigenen Studios direkt zum Release für den Xbox Game Pass freigeschaltet werden. Und so heißt es auch von ihm, dass alleine für dieses Jahr 10 Neuheiten geplant sind, darunter Hellblade 2, eine Erweiterung für Diablo 4, Evolved, Era und natürlich das Indiana Jones Spiel, was Ende 24 rauskommen soll. In diesem Zusammenhang hat auch natürlich Sarah Bond, die Präsidentin von Xbox, auch angekündigt, dass die Spiele aus dem Zukauf von Activision Blizzard nach und nach für die Game Pass Abonnenten, es sind 34 Millionen, wurden im Übrigen gesagt, freigeschaltet werden. Ende März, am 28. geht es dann nämlich los mit Diablo 4. Das heißt, Diablo 4 erscheint am 28. März im Xbox Game Pass. Außerdem deutete die Xbox-Präsidentin auch darauf hin, eine neue Xbox-Hardware für das anstehende Weihnachtsgeschäft an. Also es gibt neue Hardware für die Xbox, was auch das Signal mit Blick auf offenkundig unbegründete Spekulationen um einen Rückzug von Microsoft auf dem Konsolengeschäft zu verstehen ist. Erste Details soll es aber erst im Juni geben. Heißt also, da müssen wir uns noch ein bisschen warten. Bedeutet also, es gab ja wie gesagt ja auch die Gerüchte darum, dass Microsoft sich ja dann zurückziehen wird und nur noch Spiele veröffentlicht für andere Konsolen, beziehungsweise für PlayStation 5, Nintendo Switch und für den PC selbstverständlich. Und dass man jetzt aber da dann gesagt hat, okay, wir bleiben bei unserer Hardware entsprechend und werden dann dort unter anderem neue Xbox-Hardware rausbringen. Dann werden wir das noch machen. Also man kann sich entweder denken, ja, Hardware, was kann man darunter verstehen? Neue Peripheriegeräte, neue Controller vielleicht oder so. Oder sogar eine neue Xbox, wahrscheinlich sogar eine Xbox halt wieder so eine Special Edition. Man weiß es nicht genau. Das kann vieles sein. Entsprechend weiß man das halt natürlich nicht.